Am Partwitzer See fand am vergangenen Wochenende wieder das alljährliche Moped-Treffen statt. Zahlreiche Moped- und Mofa-Fans waren auf dem eigentlichen Camperplatz zusammengekommen. Im Fokus standen ausschließlich ältere Modelle der fahrradähnlichen motorisierten Zweiräder. Ausgetragen wurde die Veranstaltung wie immer vom Verein für historische Technik Lauter e.V. Viele der Zweiräder sind damals aus Notsituationen gebaut worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es kaum Autos oder Bus- und Bahnverbindungen. Die Menschen mussten aber irgendwie von A nach B kommen. Daher wurden einfach Fahrräder mit Motoren ausgerüstet und umgebaut. Nun treffen sich Bastler und Fahrer mit ihren Mopeds von damals, um im Seenland ein bisschen herumzufahren. Bereits am Vortag war für viele Anreise, zum Teil mit dem Wohnmobil oder auch mit einem Transporter. Am Samstag dann waren jeweils Ausfahrten um 10 und um 14 Uhr geplant. Abschluss für die letzten Teilnehmer war dann der Sonntag, da wurde allerdings nur noch zusammengepackt. Wir waren am Samstag, dem Hauptveranstaltungstag, mit dabei und sprachen mit Organisator und Vorsitzenden des Vereins, Gernot Genschorik. Also ich möchte mir das mal vorstellen, wir sind der Verein für historische Technik Lauter e.V. mit Sitz in Lauter und tun diese Veranstaltung seit 16 Jahren durchführen. Das ist die Veranstaltung für Fahrzeuge, MAWs, Steppke, also mit Hilfsmotoren an Fahrrädern, Pedale und Fahrzeuge vor Krieg bis 200 Kubik und Pedale und bis 98 auch Pedale. Aber alle Fahrzeuge müssen Pedalen haben. Diese Fahrzeuge müssen zugelassen sein mit einem Kennzeichen, müssen von uns eine Startgebühr bezahlen, dazu Kennzeichen nehmen und damit dürfen sie den ganzen Tag um diese Lausitzer Seenplatte komplett fahren. Fahren ohne Ende, haben wir mal gesagt, bis mal umfallen. Auch wenn das Wetter am Samstag nicht optimal war, so sind dennoch zahlreiche Fahrer erschienen. Ein Vorteil dabei gibt es natürlich, es sind weniger Radler und Fußgänger unterwegs. Bei gut 13 Grad und ein paar Regenwolken in der Ferne ist das wohl auch kein Wunder. Wetter spielt eine Rolle mit in der ganzen Sache, aber im Schnitt hatten wir immer den lieben Herr da oben, dass er uns immer eigentlich gut gesonnen war und einigermaßen gutes Wetter hatten. Und deswegen haben wir seit Jahren eine steigende Tendenz der Teilnehmer. Dieses Jahr haben wir eine Teilnehmeranzahl von 164 Fahrzeugführern, die mit dem Fahrzeug hier unterwegs sind. Durch die doch recht begrenzten Mittel des Vereins ist dieses Treffen etwas kleiner und einfacher als anderswo. Aber wahrscheinlich ist es genau das, weshalb jedes Jahr begeisterte Moped-Fans hierher kommen. Zudem ist das Seenland ein wunderbarer Ort, um ein bisschen herumzudüsen. Das macht den Leuten Spaß, weil sie hier keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer nehmen müssen, auf Autos, Motorräder. Sie können hier auf diesen Radwegen eigentlich rechts und links fahren, können in die Pilze gehen, können sich am See angucken, kommen wieder zurück, machen eine Pause, machen Biergespräche und fahren dann nochmal, so oft wie sie wollen, solange wieder Sprit reicht. Das tut der ganze Sache und das wird im Nachhinein immer sehr hoch gelobt, dass wir uns das als kleiner Verein so eine Sache hier ausrichten. Und das, ich sag mal noch, für ein schmales Portemonnaie. Weil es gibt Veranstaltungen, da werden höhere Startgelder bezahlt und alles. Und wir machen das nur zu dem Eigenerlös, dass man eben die Aufkleber und die Kennzeichen, die man machen müssen, das davon wieder bestreiten können. Fahren dürfen die normalerweise recht langsamen Mopeds auf den Radwegen um die Seen. Auch wenn die Fahrer natürlich Rücksicht auf Fußgänger und Radfahrer nehmen müssen, so sind sie zugegebenermaßen kaum zu überhören. Also die Strecken gehen um die ganze Seenplatte, also von Partwitz aus bis Richtung Lieske, Sedlitz rum, Koschen, Tetschwitz und Geierschwalde und wieder zurück. Wer kürzer fahren will, kann die Strecke ja teilen. Es gibt ja eine Teilung zwischen dieser ganzen Seenplatte. Ansonsten können sie rechts rum, links rum fahren und immer auf diesen ausgeschilderten Radwegen dieser Lausitzer Seenplatte fahren. Dürfen nicht auf die Straße oder können auf die Straße, wenn sie versichert sind, ansonsten nur auf diesen Radwegen. Müssen Rücksicht nehmen auf Fußgänger und Radfahrer, Skater, die jetzt zurzeit noch auf den Wegen unterwegs sind. Das ist so, dass alles drum und dran. Essen, Verpflegung wird über Kittering gemacht. Freitagabend wird aufgebaut, wird gefeiert. Sonnabendabend wird dann noch gefeiert, ein bisschen für die Leute, die hier Camping machen. Und Sonntag ist dann Abbau und ist dann wieder für ein Jahr Ruhe in der ganzen Sache. Es wird gut angenommen. Man sieht es, die Leute kommen von Frankfurt-Oder, Berlin,
Freiberg, Dresden, Bautzen, also überall, die ganze Ecke ringsherum. Es wird nur Mundpropaganda gemacht oder im Jet verteilt und bei uns in der Region wird es über Zeitung bekannt gegeben. Das ist so kurz der Überblick über diese Veranstaltung. Der Ursprung war die Idee, Freunde und Begeisterte der Zweiräder zu versammeln und sich gemeinsam zu treffen. Schon damals in der Nähe des Partwitzer Sees. Also angefangen hat diese Veranstaltung vor 16 Jahren am Reiterhof Partwitz, direkt vorne am Reiterhof. Dort sind wir aber mit den Pferden ein bisschen in Konflikt gekommen und deswegen haben wir gesagt, suchen wir uns einen anderen Standort und dann sind wir nach Geierschwalde gezogen, auf diese große Wiese, wo jetzt der Leuchtturm steht. Und als der Leuchtturm gebaut wurde, mussten wir das Gelände verlassen und haben uns wieder hierher zurückgezogen, auf unsere Ausgangsposition. Aber wie gesagt, eben nicht mehr direkt am Reiterhof, sondern nach weiter nach hinten gerückt auf den Campingplatz. Mit Genehmigung des Eigentümers und der Lausitzer Seenplattengesellschaft. Weil die Saison an dem See ist ja Ende Oktober vorbei. Und ab September ist das ja eigentlich hier dann für Radfahrer eigentlich nicht mehr so attraktiv. Und dadurch dürfen wir das hier durchführen. Und haben bis jetzt immer gut Glück, dass keine Unfälle passieren. Und dass uns die Lausitzer Seengesellschaft immer noch gut gesonnen ist und uns die Genehmigung jedes Jahr erteilt, das durchzuführen. Da kann man auf jeden Fall toi 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 sagen und auch für die Zukunft viel Glück wünschen. Ja, wie bereits erwähnt, ist eines ganz besonders wichtig, die Mopeds müssen Pedale haben. Am besten ein umgebautes Fahrrad oder ähnliches. Das ist zum Beispiel ein Hackenwärmer. Das ist mit Pedale und ein Hilfsmotor, der auf jedes Fahrradgestell aufgebaut wurde und damit die Leute nach dem Krieg beweglich gemacht wurden. Also, dass man auf Arbeit fahren konnte, einkaufen fahren konnte. Das sind dann so diese Kategorien der Fahrzeuge mit Hilfsmotor und Pedale, wie gesagt. Und dann diese 98er und 100er, wie gesagt, so eine Typen, aber eben auch mit Pedale. Deswegen steht der eigentlich hier als Anschauungsmodell nur, weil der hat keine Pedalen dran. Das sind so die also dann ist er noch bekannt für viele Leute, der SR1, der SR2, Mofa, der erste Spatz war auch noch mit Pedale. MAW, Steppke, das sind dann so die im Osten gängigen Typen, die man so kennt. Ja, und dann ist eigentlich, kommen ja von überall Fahrzeuge, die irgendwo jemand findet, sammelt. Die Palette ist dort sehr groß von diesen Typen, kann man gar nicht alle aufzählen. Walter Leitert zeigte etwas ganz Besonderes, eine Adria von 1921. Das ist im Prinzip eine Adria aus Kamenz von Paul Mühlbach, 1921 gebaut. Das Fahrzeug ist im Jahr 21 entstanden, das ist die Anfangsproduktion von Paul Mühlbach. Und von dem Modell vermute ich mal sind maximal 20 Fahrzeuge entstanden. Und das ist eigentlich das Einzige, was bei der Firma Mühlbach noch übrig geblieben ist. Das andere ist alles in die Versenkung und verschrottet worden. Das ist eigentlich das einzige Fahrzeug, was bekannt ist, was komplett ist und funktioniert. Ich kann jetzt nicht vorführen, wie die Pedale ist etwas defekt, aber es sind von uns funktionsfähig. Ist eigentlich schön zum Fahren. Ich habe 20 Meter gestern hier geschafft. Dann wurde es aber finster und naja, ich kann nicht vorführen, leider Gottes. Aber so ist ein interessantes Modell, das sieht man nicht jeden Tag. Ist ein Einzelstück. Alles klar. Alle Fahrer waren auch dieses Jahr begeistert und fuhren gemeinsam durch die Seenlandschaft. Bestimmt wird es auch im nächsten Jahr weitergehen, hier am Partwitzer See.